habt. Ihr kennt es gleich nochmal. Weil Weihnachten hat ja was immer so ein bisschen auf mit Nusseln zu tun. So Chestnuts, Roasting und so. Und Walnüsse. Da habe ich ein Lied lang geschrieben über eine Nuss. Das Lied habe ich geschrieben, wie ich erfahren habe, dass mein erstes Kind unterwegs war. Und das war im November vor 22 Jahren. Und der Refrain, den möchte ich gerne, dass ihr den mit nach Hause nehmt. Und vielleicht singt ihr das dann auch unterm Weihnachtsbaum. Einfach den Refrain. Ich glaube, der ist nicht so schwer. Der geht. Fritz, bitte. Ein Nüsslein, ja, ein Nüsslein hat eine eigene Art. Die Schale ist zwar rau, aber innen ist es zart. Und lässt man es in Ruhe, gibt Nahrung ihm und Raum, wird aus dem kleinen Nüsslein irgendwann ein großer Baum. Unter einem Baum ich eine kleine Walnuss ein, die wollt ich gerne kauen. Jedoch sie war so hart, dass gleich die Zähnchen schmerzten mir. Da lachte meine Mutter leis und sagte dann zu mir, was hat sie gesagt? Sie sagte, ein Nüsslein, ja, ein Nüsslein hat eine eigene Art. Die Schale ist zwar rau, sie sprach, Kind, sei schlau, wir nehmen die Nuss mit nach Haus, da siehst du es genau. Wir pflanzen sie in gute Erde und nach etwas Zeit wirst plötzlich du bemerken, dass sie zarte Wurzeln tat. Bitte schön. Ein Nüsslein, ja, ein Nüsslein hat eine eigene Art, die Schale ist zu ein Mann. Und komm ich heute nach Hause, na, wo findet ihr mich dann? Im Schatten unterm Nussbaum, denn was versprach Mama? Das war durch viele Jahre alles, alles wirklich wahr. Bitte schön. Lässt man es in Ruhe, gibt Nahrung und Raum,
Applaus. God.